Behind His Mask. Eine Shakespeare-Fanfiction von Drachenmädchen. Kapitel 25. Point of View. Toby. Tim, stopp! Waffys Stimme hallte laut und schneidend durch den Raum. Er rannte auf Tim zu, packte den Braunhaarigen und zerrte ihn von Stegi weg. Währenddessen lief ich einige Schritte auf den Blonden zu, kniete mich neben ihm nieder. Stegis Augen waren geschlossen. Er wirkte erschöpft und ausgelaugt. Er zitterte und stumme Tränen rannen über sein Gesicht. Stegi? Flüsterte ich leise. Auf einmal hatte ich Mitleid mit dem kleinen Jungen. Dieser gab ein kaum verständliches Wimmern von sich und versuchte, von mir wegzukommen. Keine Angst. Ich tue dir nichts, wisperte ich. Meine Stimme zitterte leicht. Ich drehte mich zu den beiden anderen um, sah, wie Ruffy seinen Arm um Tim gelegt hatte, auf diesen einredete. »Wieso?«, fragte ich laut und blickte zu dem großen Jungen hinüber. »Hier war niemand, der das hätte sehen können. Wieso tust du das?« Tim schickte mir einen verzweifelten Blick, schüttelte den Kopf und zuckte mit den Schultern. Ich drehte mich wieder zu dem auf dem Boden liegenden Jungen um, als er ein leises und schmerzerfülltes Stöhnen von sich gab. Vorsichtig bewegte ich meine Hand auf ihn zu. Er versuchte, diese in einem verzweifelten Versuch wegzuschlagen. Stegi? Meine Stimme war kaum ein Flüstern. Ich weiß ja, dass ich normalerweise nicht gerade nett zu dir bin. Und ja, dich auch schon geschlagen habe. Aber dieses Mal musst du mir vertrauen. Ja, noch einmal. Bitte. Ich sah, wie der Blonde langsam eines seiner Augen öffnete und mich kurz musterte. Er öffnete den Mund, schien etwas sagen zu wollen, aber stattdessen kam nur ein erstickter, verzweifelter Ton heraus und er sackte in sich zusammen. Stegi, das sind nicht bloß die Verletzungen, die dir wehtun. Ja, oder? Flüsterte ich. Der Blonde hob seinen Kopf, starrte mich mit knallroten Augen an. Sein Blick wirkte einen Moment so leblos und leer, wie ich noch nie einen Blick gesehen hatte. Ja, stieß er aus. Seine Stimme war kaum zu erkennen. Mom. Ein Beben schüttelte seinen Körper, ehe er seinen Kopf zwischen seinen Beinen vergrub, um mich nicht mehr ansehen zu müssen. In meinem Inneren zog sich etwas zusammen, als ich ihn da so sitzen sah. Ich spürte, wie mir heiß wurde und gleichzeitig war mir unglaublich kalt. Stegi? Flüsterte ich und beugte mich zu ihm herab. Was ist mit mir und deiner Mom? Wer ist mir? Der Blonde schüttelte bloß stumm den Kopf, Tränen in seinen Augen. Ja, ich hole einen Arzt, okay? Fragte ich ihn leise flüsternd. Ich sah, wie die Augen des Blonden sich bei meinen Worten erschrocken weiteten und er hektisch den Kopf schüttelte. Warum er wohl keinen Arzt wollte? Ja, dann lass mich dir wenigstens helfen, nur dass du dich hinlegen kannst oder so, ja? Erneut versuchte ich Stegi zu berühren, doch er hob wieder abwehrend die Hand. Ich meine das ernst, ja? Vertrau mir bitte. Einmal, ja? Die Augen des Blonden flackerten. Ein minimales Lächeln bildete sich auf seinen tränennassen Lippen. Langsam richtete er sich auf, zuckte leicht zusammen, als ich ihn samt seiner Schulter berührte, und seine Augen weiteten sich erschrocken. Seltsam. War er selbst so minimale Berührungen so wenig gewohnt, dass sie ihn so erschreckten? Vorsichtig ließ er sich im Bett nieder, ließ sich nach hinten fallen. Danke, flüsterte er so leise, dass ich es kaum verstanden hätte. Verwirrt runzelte ich die Stirn. Wofür? Dafür, dass du mich jetzt nicht schlägst und zumindest so tust, als würde es dich interessieren. Du interessierst mich doch. Ich unterbrach mich selber, als ich merkte, wie lächerlich das klang. Monatelang schlug und beleidigte ich ihn. Und dann wollte ich ihm weismachen, ich würde mich für ihn interessieren.
Das klang selbst in meinen Ohren etwas weit hergeholt. Ja, was haben wir ihm die ganze Zeit lang angetan? Verzweifelt blickte ich meine besten Freunde an. Eine halbe Stunde war vergangen, seit wir Stegi gefunden hatten. Innerhalb von Sekunden war er eingeschlafen. Mann, schlief er denn sonst nie? Ruffy hatte sich an Stegis Schreibtisch gesetzt, während Tim und ich uns auf dem Bett niedergelassen hatten. Vorsichtig warf ich dem Braunhaarigen einen Blick zu. Die ganze Zeit über hatte er zwar versucht, uns irgendwie zu helfen, allerdings war er furchtbar blass und saß auch jetzt nur mit dem Kopf in die Hände gestützt da und starrte vor sich hin. Denkt ihr, dass wir ihn gebrochen haben? Fragte ich leise und senkte den Blick zu Boden. Ruffy musterte mich kurz, ehe er den Kopf schüttelte. Ich glaube, er ist stark. Er weint lange nicht so häufig wie die anderen. Obwohl es ihn echt schlimmer trifft. Außerdem lächelt er doch dauernd im Unterricht und so. Tim nickte leicht und murmelte etwas Unverständliches. Auf unsere fragenden Blicke hin sah ich, wie er leicht schluckte und dann bloß den Kopf schüttelte. Ich hatte trotz der Worte meines besten Freundes das Gefühl, jeden Augenblick in Tränen auszubrechen. Ich müsste doch wissen, wie Stegi sich fühlte. Und trotzdem hatte ich mitgemacht. Als Schutz. Als Schutz für mich. Als Schutz vor dem Vergangenen. Wieso habt ihr damals zugestimmt? Fragte in diesem Moment Ruffy und blickte zu uns herüber. Wobei, meine Stimme klang fremd, nicht als würde sie mir gehören. Als wir hierher kamen, wurden wir alle in ein Zimmer gesteckt. Wisst ihr noch, sie hatten vergessen, dass dieses eine Mädchen doch kommen würde, obwohl sie eigentlich abgesagt hatte. Ich fand das damals total behindert und unfair, aber vielleicht war es im Endeffekt gut. Du, Tobi, wurdest von diesem einen Typen geschlagen, woraufhin Tim und ich eingriffen. Und von fortan waren wir anders. Wir waren kalt, verschlossen, so wie wir heute sind. Nur wenn wir unter uns waren, waren wir wir. Und auch wenn wir damals das den Leuten gesagt haben, so hat auch jeder von uns irgendwie zugestimmt. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr damals nicht schon wusste, dass da mehr hintersteckt. Keine normale Person würde so etwas einfach machen. Trotzdem habt ihr es getan. Dahinter steht ein Grund. Weswegen? Warum habt ihr damals zugestimmt? Eine Weile lang herrschte Stille im Raum, und als Tim nicht antworten zu wollen schien, erhob ich langsam meine Stimme. Erzählt dir es auch ja nicht weiter? Für wen hältst du uns, Tobi? Es war das erste Mal seit bestimmt einer Stunde, dass Tim etwas sagte. Wir sind immer noch deine besten Freunde. Vergiss das nicht. Er schenkte mir ein kurzes Lächeln, ehe er den Blick wieder abwandte. Und sicher nickte ich. Ich denke, ich erzähle es einfach in Kurzfassung. Ich rede ja nicht sehr gerne darüber, wisst ihr? Und erzählt ihr eure Geschichte danach auch? Meine besten Freunde nickten leicht. Kurz schloss ich meine Augen. Mit der hereinbrechenden Schwärze kam auch Erinnerung wieder. Erinnerung, die ich so lange zu verdrängen gesucht hatte. Ich presste die Lippen zusammen, als ich spürte, wie mir Tränen in die Augen schossen. Blinzelte sie verzweifelt weg. Also, irgendwie hat alles begonnen, als ich noch ein Baby war, ja? Ihr müsst wissen, dass ich meinen Vater niemals kennengelernt habe. Er verließ meine Mutter noch, bevor ich geboren wurde. Ja, ich vermisse ihn auch nicht oder so. Ich kenne ihn ja überhaupt nicht. Als ich dann 13 Jahre alt wurde, lernte meine Mutter einen neuen Mann kennen. Er war echt nett, ich würde ihn natürlich nie als Vater ansehen können. Das wusste ich, aber ich hatte nichts gegen ihn. 2 Monate vor meinem 14. Geburtstag zog er bei uns ein. Meiner Mutter gegenüber war er der liebevolle Vater, aber ich wurde geschlagen. Ja, es waren nicht sehr kräftige Schläge, aber stark genug, dass mir danach meine Körperteile wehtaten. Ja, immer wenn Mom nicht da war, lachte mein Stiefvater über mich. Beleidigte mich als... Ich unterbrach mich und schluckte kurz. Er beleidigte mich als unnütz. Ja, als jemand, der niemand wollte. Ja, jeder Tag war die reinste Hölle.
Er drohte mir, meiner Mutter etwas zu tun, wenn ich petzen würde. Aber nach einem oder zwei Monaten schaffte ich es endlich, den Mut zu fassen und meiner Mutter einmal, ja, als sie mich zum Arzt brachte, alles zu erzählen. Mein Glück war ja, dass sie mir glaubte. Sie meinte, sie hätte schon die ganze Zeit das Gefühl gehabt, etwas würde nicht stimmen. Als ich ihr meine blauen Flecken zeigte, fuhr sie sofort zur Polizei und, ja, sie erstattete Anzeige. Eine kurze Weile herrschte Stille, ehe Ruffy sich plötzlich aufrichtete, sich auch neben mich setzte und einen Arm meine Schulter legte. Psst, flüsterte er, seine Stimme leise und beruhigend. Weitere Arme legten sich um mich. Eine tiefe Stimme meinte, wir sind für dich da. Ich musste leicht lächeln und drückte mich an meine besten Freunde. In diesem Moment war ich einfach so glücklich, sie zu haben. Menschen zu haben, denen ich so vertrauen konnte. Nach einer gefühlten Ewigkeit lösten wir uns wieder voneinander. Und, ja, was sind eure Geschichten? Fragte ich leise und sah vorsichtig auf. Ruffy und Tim warfen sich einen kurzen Blick zu. Schließlich erhob Ruffy die Stimme. Bei mir war es eigentlich etwas recht Unspektakuläres. Meine ältere Cousine ist damals gestorben. Wir standen uns sehr nahe, ich konnte ihr alles erzählen. Wir waren einfach füreinander da. An dem einen Tag ist sie mit dem Fahrrad zur Universität gefahren, als ein Lässer sie erwischte. Ihre Schädel wurde zertrümmert. Sie starb noch vor Ort. Irgendwie hat mich dieser Vorfall verändert. Ich habe Angst bekommen, erneut Menschen zu verlieren, die mir wichtig sind. Deswegen lasse ich kaum jemanden an mich ran. Ruffy seufzte leise, hob den Kopf, um uns anzublicken. Ich sah den Braunhaarigen mitleidig an. Es musste wirklich verdammt wehtun, Menschen zu verlieren, die einem wichtig waren. Das tut mir... begann ich, wurde aber von Ruffy prompt unterbrochen. Vergiss es, ich will es nicht darüber reden. Klar? Eingeschüchtert zog ich meinen Kopf ein. Selten verhielt sich mein bester Freund mir gegenüber so. Tim, erzähl jetzt bitte einfach deine Story, murmelte Ruffy, die Lippen fest zusammengepresst. Unsicher blickte der Größere auf, nickte aber schließlich kurz. Wisst ihr, es gab da diesen Jungen. Er war toll. Wirklich. Damals kam er neu auf die Schule. Wir waren sofort befreundet, wir verstanden uns einfach blendend. Aber irgendwie... Tim unterbrach sich, schluckte schwer. Es fühlte sich anders an, als jede Freundschaft, die ich zuvor gehabt hatte. Wisst ihr, ich glaube, ich muss euch etwas beichten. Kapitel 26 Panda View Stegi. Als ich aufwachte, fühlte ich mich immer noch müde. Es war, als würden mehrere Tonnen Blei an meinen Augenlidern hängen und diese nach unten ziehen, als würde mich eine imaginäre Kraft ins Bett drücken. Ich wusste nicht, wie lange ich geschlafen hatte. Bloß, dass ich mich trotzdem unendlich müde fühlte, als wäre es mir nicht möglich, je wieder ein Körperteil zu bewegen. Mit dem Aufwachen kamen auch die Schmerzen wieder. Sie waren besser geworden, aber dennoch war mir nahezu jede Bewegung ein unangenehmes Unterfangen, dem ich am liebsten entgangen wäre. Am ganzen Körper schien ich zu zittern. Mir war eiskalt. Wie eine Schlange kroch meine Gänsehaut meinen Körper entlang, brachte meine Zähne zum Klappern. Fest presste ich diese zusammen, bemüht es zu unterdrücken. In diesem Moment drang eine leise Stimme an mein Ohr. Sie war tief und klang ruhig, so wie gelassen, und doch war da dieser wütend traurige Unterton. Ich wusste nicht, ob ich durch Tims Stimme oder von alleine wach geworden war. Vielleicht war es einfach der Fakt, dass der Junge sprach, vor dem ich solche Angst hatte. Kaum zu verstehen, drang seine leisen Worte an mein Ohr. Wisst ihr, es gab da diesen Jungen. Er war toll. Wirklich. Damals kam er neu auf die Schule. Wir waren sofort befreundet. Wir verstanden uns einfach blendend. Aber irgendwie. Tim legte eine kleine Pause ein. Kurz spürte ich seinen Blick zu mir hinüberhuschen.
Es fühlte sich anders an, als jede Freundschaft, die ich zuvor gehabt hatte. Wisst ihr, ich glaube, ich muss euch was beichten. Überrascht hielt ich inne. War es das, was ich vermutete? Vorsichtig zwang ich mich, meine Augen zu öffnen. Das Licht brannte in meinen Pupillen. Die Lider fühlten sich an, als würden sie jeden Augenblick wieder zufallen. Doch ich konnte nur Tim ansehen. Ich lag nicht zu ihm gewendet, sondern auf der Seite, aber aus dem Augenwinkel konnte ich ihn betrachten. Konnte sehen, wie er den Kopf leicht senkte, wie er seufzte, tief Luft holte. Sein Blick glitt noch einmal durch den Raum. Über die Wände, über die Fenster, meinen Schreibtisch. Mein Gehirn schien auszusetzen, als würde die Zeit stillstehen. Ich fühlte mich nicht im geringsten fähig, die Augen, obwohl sie sich so schwer anfühlten, zu schließen. Die Augen des Braunhaarigen weiteten sich einen kurzen Augenblick erschrocken, als er mich da so mit offenen Augen liegen sah, ehe die übliche Kälte hineintrat. Du bist wach. Allein dieser nüchterne Satz jagte mir einen eiskalten Schauer über den Rücken. Er hatte ohne jegliche Emotion gesprochen. Da war keine Zuneigung, kein Mitleid, keine Trauer. Ja, nicht mal Hass, Wut oder Kälte. Irgendwie jagte mir sein Verhalten Angst ein. Langsam ließ ich meinen Blick über die beiden Jungen gleiten, welche neben Tim saßen. Raphael und Tobi. Was machten sie hier? Klar, Tim war mit den Zweien befreundet, aber normalerweise trafen sie sich niemals in unserem Zimmer. Alleine schon, um mir aus dem Weg zu gehen. Plötzlich stand Tobi auf und lief mit schnellen Schritten auf mich zu. Ängstlich kniff ich die Augen zusammen und rutschte an den Rand des Bettes. Wollte er mich schlagen? Doch seine Worte, die er nur wenige Millisekunden später aussprach, verwirrten mich. Ist alles okay? War das eine Fangfrage? Wenn ich ja sagen würde, würde er etwas wie gut, gleich nicht mehr sagen. Und wenn ich nein sagen würde, würde er dann ist ja gut sagen und mich in beiden Fällen schlagen? Unsicher und ein wenig ängstlich sah ich zu dem kleinen, blond-braunhaarigen Jungen hoch, welcher mich vorsichtig anlächelte. In seinem Blick lag etwas Ehrliches. Etwas, das so treu und verständnisvoll wirkte, dass ich ihm in dem Moment einfach nur vertrauen konnte. Langsam nickte ich, doch immer noch war ich verwirrt von seiner Frage. War etwas geschehen? Tobi schien meinen verwirrten Blick zu bemerken. Mit gerunzelter Stirn fragte er, kannst du dich denn noch erinnern? Und mit dieser Frage schossen mir auf einmal Bilder in den Kopf. Bilder von dem, was passiert war. Tim hatte wissen wollen, wieso ich das Bild von meiner Familie gemalt hatte, was das im Hintergrund bedeutete. Er war so verständnisvoll gewesen. Der Junge, der das unerklärliche Kribbeln bei mir ausgelöst hatte. Und dann war irgendein Schalter in ihm umgelegt worden. Seine Augen waren hasserfüllt gewesen. Wütend, aggressiv. Ich erinnerte mich nur noch schemenhaft an die Schläge. Doch trotzdem tat jede seiner Schläge selbst noch in der Erinnerung weh. Viel mehr aber schmerzen die Worte, die er mir an den Kopf geworfen hatte. Du bist so eine Faggot. Bei jedem Wort hatte er mich getroffen. Jedes Mal war ich zusammengezuckt. Hatte versucht, weiter von ihm wegzukommen. Deine Familie und du, ich verdiente es zu sterben. Bring dich am besten um und nimm sie gleich mit, du dumme Missgeburt. Ich konnte noch die Tränen, die bei jedem seiner Worte mehr zu werden schien, auf meinen Wangen spüren. Konnte noch die Verzweiflung tief in mir drin spüren, als in meinem inneren Auge die Erinnerung an damals abgelaufen war. Ich ihre toten Körper sah und mit jedem Schlag mehr zu fühlen schien, was Mom und mir damals gespürt haben mussten. Es tat so weh. Brutal riss ich mich aus in unangenehmem Gedankenlos. Nickte leicht auf Tobis Frage, ob ich mich erinnern würde. Er wirkte erleichtert, ließ sich vorsichtig auf der Bettkante nieder. Geht es dir wieder gut? Seine Stimme war leise und dennoch mitfühlend.
Langsam nickte ich, stoppte aber sofort, als ich die pochenden Kopfschmerzen bemerkte. Sorgenvoll zog der Junge die Augenbrauen zusammen, musterte mich kurz. Soll ich wirklich keinen Arzt holen? Panisch schüttelte ich den Kopf. Ein Arzt würde alles aufdecken. Er würde meinen geschundenen Oberkörper sehen, würde die vielen Wunden sehen, würde meine verletzten Arme sehen. Man könnte sehen, wie kaputt ich doch war, wie unglaublich schwach ich war. Ich glaubte, dass die drei Jungen der Meinung waren, mir ginge es mehr oder weniger gut. Ich hätte Freunde, Familie, abgesehen vom Internat ein erfülltes Leben. Nein, ich durfte nicht riskieren, dass jemand mich so verlässlich sehen würde. Tobi wirkte über meine hektischen Antwort etwas verwirrt, nickte aber sanft. Können wir bitte hier weg? Ich habe echt keine Lust auf dieses Wir-sind-alle-Freunde-Getue. Ließ sich in diesem Moment eine genervte Stimme von der anderen Seite des Zimmers ertönen. Leicht zuckte ich bei der Kälte in der Stimme zusammen, ehe ich den Kopf schuldbewusst senkte. Tobi warf mir einen kurzen, aufmunternden Blick zu, ehe er sich erhob und gemeinsam mit seinen Freunden den Raum verließ. Und so war ich wieder alleine. Ich vergrub meinen Kopf unterm Kissen und schloss die Augen. Tief atmete ich aus und richtete mich schließlich auf. Stark bleiben, hieß es. Ich warf einen kurzen Blick aus dem Fenster, um festzustellen, dass es bereits dämmerte. Mit einem unechten Lächeln auf den Lippen rappelte ich mich auf und verließ ebenfalls das Zimmer. Es musste doch niemand wissen, wie ich mich fühlte. Bestmöglich versuchte ich zu verbergen, wie sehr mein Körper brannte. Versuchte so normal wie möglich auf die anderen zu wirken. Zum Glück konnte ich das gut überspielen oder niemand achtete auf mich. Zumindest kam ich mit nicht mehr als ein paar schrägen Blicken schließlich bei der Eingangstür zum Internat an. Sobald meine Füße das feuchte Gras berührten, war es, als würde mich eine Glückswelle durchfluten. Ich fühlte mich immer sofort freier, wenn ich den Rasen unter meinen Füßen spürte, den Wind in meinen Haaren, die angenehm kühle Luft um mich herum. Vielleicht lag es daran, dass Mia und ich früher mal barfuß über die Felder gerannt waren. Vielleicht lag es daran, dass ich mit meinen Freunden viel draußen unterwegs gewesen war. Vielleicht lag es daran, dass unsere Familie ein Ferienhaus auf dem Land gehabt hatte. Und vielleicht war es auch das alles zusammen. Mein unechtes Lächeln verschwand von meinen Lippen. Doch kein echtes konnte es trotz dieses Gefühls ersetzen. Mit schnellen Schritten lief ich in Richtung Wald. Leise hörte ich Vögel zwitschern. Ansonsten schien es leise geworden zu sein. Meine eigenen Schritte, obwohl sie ohne Schuhe so leise waren, hallten laut in meinen Ohren wieder. Ich kletterte über den Zaun und war kurz darauf auch schon an meinem kleinen Ort. Meine Zuflucht. Wie immer, wenn ich hier war, setzte ich mich in den Baum und ließ die Beine baumeln. Mein Blick glitt über das stille Wasser, welches wie zugefroren unter mir lag. Stumm betrachtete ich mein Spiegelbild. Meine Augen waren mit einem roten Schimmer getrübt. Dunkle Ringe zierten sie. An meiner linken Schläfe zeichnete sich ein grün-gelber Fleck an. Seufzend wandte ich mich ab. Ich wollte mich nicht so sehen. So zermürbt. Traurig. Am Ende. Zerbrochen. Ich merkte, dass ich mit den Kräften am Ende war. Meine Abwehr war weg. Selbst wenn ich es jetzt gewollt hätte, ich hätte kein Wort über die Lippen gebracht. Es wäre ein unverständliches Schluchzen gewesen. Doch selbst zum Weinen fehlte mir die Kraft. Vielleicht sollte ich es einfach beenden. So wie Tim es gesagt hatte. Seufzend schüttelte ich den Kopf. Ich musste stark bleiben. Für Dad. Er würde es nicht verkraften, auch noch mich zu verlieren. Denn auch wenn er so tat, als wäre alles gut so, konnte ich ganz genau sehen, dass es das nicht war. Ich konnte sehen, dass er ebenfalls kaputt war. So wie ich. Ein Rascheln ließ mich hochfahren. Ich wirbelte herum und suchte mit den Augen das Gebüsch ab. Fast schon spürte ich einen Blick auf mir ruhen. Fast schon hatte ich das Gefühl, ich wäre tatsächlich nicht alleine. Aber das war Quatsch. Das war mal wieder Einbildung. Ich war allein. Wie immer.
So, nach dreiwöchiger Pause. Ich habe jetzt ziemlich viel aufgenommen, bis 15 oder so. Keine Ahnung. Also mit genügend Motivation kommt jetzt auch wieder was. Eventuell. Also, schaue Grissekisse vorbei, schaue Drachenmädchen vorbei, lass Kritik da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!